Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Challenge. Heute geht's mal wieder ein bisschen raus an die frische Luft. Langweilige Starter sind von gestern und Flobert ist dabei. Hey Flobert. Guten Tag, meine Damen und Herren und Herrinnen und Dameninnen und alles, Darm, alles Gärme, dazwischen. Gedärme, ganz wichtig, Gedärme, innen alles. Auch alles. Er begrüßt alles. Was machen wir heute? Ich erkläre es ganz kurz. Let's go. Wir laufen heute durch die Naturzone und fangen uns die ersten 6 legendären Pokémon, die uns über den Weg laufen. Dabei sind keine mystischen Pokémon erlaubt, sowas wie Mew und Celebi zum Beispiel. Und Amigento ist nicht erlaubt. Und was war's noch? Ja, Ultrabestien und so. Ultrabestien und so ein Schmutz, genau. Ganz normale Legendaries. Also sowas wie Palkia, Mewtwo, solche Sachen eben. Und dann wird bei diesen 6 Pokémon letztlich gekämpft. Flobert steht, glaube ich, ganz unten in der Naturzone, also da, wo man als allererstes reinkommt. Ist das richtig? Ja, typischer Südländer halt, ne? Ja, typischer Südländer. Und ich stehe hoch im Norden, da wo ich eben auch herkomme, aus dem hohen Norden. Hier schneit es auch, berechtigterweise. Und ich würde sagen, Startschuss. Wir haben keine Zeitbegrenzung. Einfach die ersten 6 fangen, die dir über den Weg laufen. Kriegen wir hin. Ja, und ich denke, wir legen los. Wollen wir zusammenbleiben oder wollen wir gehen? Ich denke, gehen ist, glaube ich, immer leichter zu schneiden, weil man, und ist geiler, weil du halt drüber reden kannst, was ja, du da bekommst. True. Dann geh. So, ich habe hier einfach mal aufs Fahrrad geschwungen und wir fahren einfach die große Runde hier hinten entlang und halten immer mal Ausschau nach so legendären Pokémon. Das sind keine, wobei Chironimax schon eine kleine Legende ist, muss man zugeben, Digga. Patina Rager ist auch... Melmetal ist, glaube ich, aber eher ein mystisches Pokémon, I guess. Gar nicht mal so legendary, also auch natürlich... Also irgendwo muss man doch mal Primarine einfach hier am rumsneaken, Alter. Kommt ganz gefährlich. Nee, Digga. Sag mal, aber... Amigento darf ich nicht. Schade, jetzt hätte ich es gerne mitgenommen an der Stelle. Amigento, viele wissen nicht, ist ein legendäres Pokémon aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ja, hier hatten wir bis jetzt noch nicht so Glück, ne? Haufen Kataschmull drin. Aber hier ist jetzt noch nicht so sehr. Was ist da oben das? Oh ja! Oh, den nehme ich mit. Oh ja. Das merke ich doch direkt mal einen Ball hin. Ja, ich denke, so ein Master Ball wird wohl ausreichend sein für den kleinen Fretz, Alter. Let's go. Und da bleibt sogar im Ball drin. Was für ein Zufall. Schauen wir uns den Jungen mal im Bericht an. Wir haben Langstrecker als Fähigkeit. Ja, okay, dann kriegen wir schon mal keinen Beulenhelm und keinen Eisenstachelschaden. Erhöhten Angriff, gesenkte Spezialverteidigung ist jetzt nicht so wild. Wir haben Nachthieb, sehr nice. Gangwechsel, wow. Schaumserenade und Feuerwirbel. Okay, ist jetzt nicht krass. Aber Step-Nachthieb nimmt man halt übel gern mit. Gangwechsel kann strong sein. Ja, guter alter Late-Game-Sweeper, Alter. Let's go. So, Leute, genug die Kamera hier am Spinnen gewesen. Wir gehen rein. Wir müssen die ersten Legendaries, die wir finden, direkt fangen. Von daher bin ich mal gespannt, ob hier überhaupt irgendwas auftaucht. Da ist ein Azumarill am Skywalken. Man kennt es, man liebt es. Ah, Chabelle. Chabelle, leider kein Legendary, sondern nur Ultrabestie. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir nicht genug zusammenbekommen. Polaros, du bist eine Legende, oder? Ich würde sagen, Polaros ist doch ein Legendary. Let's motherfucking go. Da geht's schon los. Smoocham, Smoocham. Dann werfen wir einen Meisterball und haben Polaros. Boing. Okay, schauen wir doch mal, was der so kann an Moves. Reiche Ernte als... Oha. Reiche Ernte als Fähigkeit ist ja super broken. Wir haben Blattwerk, Eiszapfhaar... Oh mein Gott, wir haben Eiszapfhagel. Wir haben einfach einen guten Step. Irrschlag gibt es nicht. Das heißt, das können wir nochmal ändern. Und Frostvolt. Boah, Alter, das ist super strong. So, ich bin jetzt mal ein bisschen woanders hingeflogen. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Flunschlick ist jetzt auch nicht so der King, Alter. Kabukime, der ist schon ein legendärer, ne? Ja, nehmen wir uns Kabukime mit, ne? Let's go. Ja, Kabukime ist ein legendäres Pokémon. Nämlich. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt, weil die wirken nicht so legendär, aber die sind es. Und ich würde sagen, ey, da mache ich ja gar kein Auge. Bin sehr gespannt drauf, was der für Fähigkeiten und für Moves hat, weil der kann schon strong sein, ne? Gutes altes Kabukaimi, Alter. Schauen wir uns das doch gleich mal an. So, wir tragen schon mal eine Großwurzel. Vielleicht können wir ja sowas wie Gigasauger oder so. Wir haben Partikelschutz, das ist ja Gigashit. Oha. Naja, bin ich jetzt eher nicht so Fan. Wir haben Mystowellen, Typenspiegel, Ehrentag und Wasserring. Wow. Der hat keinen einzigen Angriffsmove. Ach du Kacke. Der Wipfelscheinwald. Was haben wir hier? Ah, Balgoras, mein Freund. Blubella? Ich wollte gerade sagen, hier ist was Großes. Das könnte ein Legendary sein. Aber es war einfach nur ein Mensch. Ich meine Menschen natürlich auch absolute... Was seid ihr? Ah, Linfu. Absolute Legenden. Aber ja, Junge, wenn die mich jagen, die sind doch 1000-mal schneller, oder? Wobei, ich bin Mensch. Ich bin eine Legende. Wuffels haben wir hier.
Ein kleines süßes Pet-Sneef. Ah, nichts Großes. Mewtwo! Oha! Wenn das mal nicht die Legende unter den Legenden ist, dann weiß ich aber auch nicht, meine Freunde. Let's go! Costilla natürlich die einzig wahre Legende. Man kennt ihn. Man liebt sie. Und dann schauen wir uns den Boy doch so gleich auch mal an. Wir haben X-Verteidigung. Na gut. Als Fähigkeit haben wir rastlose Seele. Ist interessant, aber wahrscheinlich nicht sonderlich krass. Wir haben Grasflöte, die gibt es nicht in der Gen. Wir haben Ankerschuss. Was Gutes, Kreuzflamme ist sehr in Ordnung und Akrobatik. Das sind starke Moves, mit denen man auf jeden Fall was anfangen kann. Und hier kommen dann eben nochmal neue dazu per Level-Up. Ist auch gerade sehr neblig. Akadi, denken immer viele, ist es Legendary. Ist es aber nicht. Ist nämlich Bullshit. Und ich bin in irgendwas reingelaufen? Bist du denn, Digga? Kannst du dich mal verpissen aus meinem Weg oder was? Verpiss dich, du Sohn! Er ist einfach der Jesus-Büffel. Holy shit, Alter. Was ist denn los mit ihm? Ah! Gleich zwei wilde Drachen. Oh, okay, ja, die catchen wir uns ja beide weg, ne? Ist ja auch ganz gechillt. Okay. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ob dieses Cure einen Attack-Move hat, das wäre ja mal was, Alter. Ich will ja nicht sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von Kapokime bin, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von Kapokime. So. Kyurem also, wir haben Chemiekraft als Fähigkeit, wechselt seine Fähigkeit zu der eines kampfunfähigen gewordenen Mitstreiters. Wow, ist jetzt nicht so geil. Wir haben Heilbefehl, Klirrfrost, Gigastoß und Drachenkräfte. Ich weiß nicht, was Klirrfrost ist, die gibt es nicht, die Attacke in Schwettenschild. Das ist ein bisschen schwierig. Gigastoß, auch ein bisschen schwierig, to be honest. Also alles ein bisschen schwierig. Er ist echt am Schneiden, ne? Finde ich gar nicht so cool. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sicht. Typ 0. Knapp vorbei, ist auch vorbei. Okay, wir haben wieder mehr Sichtweite. Saiga 10%. Let's go. Ist jetzt tatsächlich nicht so die allerstärkste Legende. Mit dem, was anzufangen wird, schwierig werden. Ist wahrscheinlich eine der schwächsten Legenden, die man so finden kann. Ich glaube, Saiga 10% ist echt nicht gut. Wir haben Partikelschutz. Boah, auch noch eine Trash-Fähigkeit. Also, die uns wirklich nicht viel bringt. Siedewasser, Ableitung, Flackerbrand gibt's nicht. Und Waldesfluch. Boah. Der ist Trash. Der ist echt Trash. Den können wir irgendwie so mit Beulenhelm spielen und dann irgendwo reinwerfen. Und dann hat er seinen Job erledigt, wahrscheinlich als Sack. Und dann bauen wir wieder Druck auf. Aber es geht ja direkt weiter. Die Heiler, Junge. Also, der kann ganz gefährlich kommen. Es sind manchmal die einfachen Sachen im Leben, die ganz gefährlich kommen. Die Heiler, wir gucken mal rein in deinen Bereicht. Wir haben Multischuppe als Fähigkeit. Das ist nicht so bad. Und wir haben Ladevorgang, Scanner, Body Slam und Drachenstoß. Und wir haben einen gesenkten Spezialangriff. Ich glaube, den Boy kann man sich schon gönnen. Vor allem Drachenstoß. Eigentlich auch nicht so bad, ne? Pam Pam! Der Geile! Akup! Oh, ich liebe deinen Sound. Voltulos, moinsen. Boah, den finde ich cool. Ist wahrscheinlich auch nicht das stärkste Mon der Welt. Wobei auch hier, ich rechne immer so mit den Moves, die normalerweise können. Also es hängt halt sehr stark vom Moveset ab, ne? Leuchtstein bringt uns nichts. Trockenheit. Okay, wir werden also anfälliger Feuerattacken gegenüber, aber Wasserattacken absorbieren wir, oder? Wir haben Wandler. Das, also ein Wandler Voltulos ist sehr wild. Sandwirbel, Zen-Kopfstoß und Psy-Strahl. Das Moveset nicht so geil, aber mit Wandler kann man bestimmt was anfangen. Sitz des Giganten, da sind wir. Oh, Alter, dieses Tuhai, du hast mir ein bisschen Angst, Digga, Hilfe. Was ist denn hier? Ah, es verfolgt mich immer noch. Nächstes Legendary, es ist Säugerleo. Auch ein wilder Typ, auf jeden Fall. Mit Säugerleo macht man eigentlich grundsätzlich nichts falsch, wenn er ein paar geile Moves hat. Wenn nicht, dann natürlich Schmutz. Okay, wir tragen TP01, das dürfte Body Slam sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Wir haben auch hier Multischuppe als Fähigkeit. Okay, interessant. Wir haben Schnarcher, Hyperzahn, Nachspiel und Meditation. Wow. Meditation gibt es nicht. Nachspiel ist Schmutz. Hyperzahn macht halt immer nur... Ah, nee, Hyperzahn ist der normale Move. Ah, das ist natürlich alles... Schmutz. Mew! Ich habe eben noch drüber geredet. Da ist er. Oh ne, Mew ist ein Mystical. Graserzeuger Mew. Yo. Yo, let's go. Unser vorletztes Legendary. Xenas könnte schon Banger sein, oder? Fee ist ein nicer Typ. Gerade gegen die ganzen... Nur mehr. Ja, aber es ist gar nichts passiert, oder? Es ist gar kein Regen. Und die Krambobeere. Bestes Item der Welt. Fähigkeit Wunderhaut? Stand da nicht gerade Urmeer? Nö. Okay, dann haben wir nur Wunderhaut, was auch okay ist. Wir haben Schwertanz, wir haben Mondgewalt, Fluraschutz und Folterknecht. Ja, Schwertanz, Mondgewalt natürlich komplett wasted. Mondgewalt aber sehr, sehr strong. Auch wenn uns die Fähigkeit fehlt, aber wir haben zumindest einen Stab. Folterknecht ist vielleicht mal nützlich. Oh,
bin ich schon wieder zu Heino, Digga. Was ist denn mit dir los? Necrozma ist, glaube ich, aber Legendary. Okay, Necrozma ist fein. Das Ding ist, wir haben aktuell gefühlt noch keinen Attack-Move im Team. Nur Hyperzahn, Digga. Ein bisschen was Geileres wäre schon wild gewesen. Muss man zugeben. Wir haben Frühwecker als Fähigkeit, was eher so ein bisschen schwierig ist. Und wir haben Agilität, Schutztausch, Zielschuss und Meteorologe. Cool. Wir haben ja absolut nichts. Eieiei. Das heißt, meine Sorge, dass wir keine 6 Pokémon finden, zumindest bei mir erstmal unberechtigt. Keine Ahnung, wie es bei Blocky laufen wird. Immer noch Quabbel. Oh, geil, Alter, wie sie da rausgewabbelt kommen. Necrozma! Necrozma! Mit Necrozma kann man eigentlich auch immer arbeiten. Hängt aber sehr stark davon ab, was hat der für eine Fähigkeit, was hat der für ein Moveset. Ihr kennt das Spielchen. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir hier nochmal ein richtiges Banger-Moveset bekommen. Und dann kann ich mich, glaube ich, wirklich nicht beschweren. Costilla musste leider weichen. Wir haben hier irgendeine TP drauf. TP 46, nur gut. Edelmut. Oha! Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusatzeffekte von Attacken auftreten. Verdoppelt die quasi. Also Jirachis Fähigkeit. Hängt jetzt sehr stark von den Attacken ab. Wir haben Schuppenrasseln auflockern. Psychostoß und Silberhauch. Silberhauch gibt es aber leider nicht, ne? Ah! Silberhauch mit der Fähigkeit wäre schon sehr wild gewesen. Wir haben aber wieder einen geilen Step. Wir haben Schuppenrasseln, was auch sehr strong ist, gerade gegen Drachen-Pokémon. Okay, wir müssen noch ein paar Attacken lernen und dann geht's ab. Also Leute, ich habe jetzt nochmal neue Attacken beigebracht, beziehungsweise die Attacken, die es in Schwert und Schild eigentlich nicht gibt, vergessen lassen und dadurch neue Attacken gelernt. Bei Eweltal ist, glaube ich, nichts Neues dazugekommen. Ich glaube, bei Kapokima haben wir jetzt Läuterfeuer. Ich weiß aber leider nicht mehr, was das Feuer war. Läuterfeuer aber eigentlich ganz nice. Wenigstens ein Attacking-Move, da kann man erstmal kein Auge machen. Bei Kyurem haben wir jetzt Akupressur und Halloween drauf. Also die beiden Sachen sind neu. Ist jetzt nichts Krasses. Akupressur kann ganz cool sein, maybe. Aber muss man halt, ist ein bisschen risky, ne? Dann haben wir hier jetzt neu gar nichts. Der hat alles behalten können. Hier haben wir neue Mondgewalt drauf. Mondgewalt natürlich schon ganz nice. Wenigstens auch nochmal ein Attacking-Move. Ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und auf dem haben wir, glaube ich, nichts Neues. Genau, das waren eigentlich alle Änderungen soweit. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was Flobert haben wird. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in den Kampf rein. Ich hoffe, Flobert hat richtig Scheiße. Wow, du Kacke. Dreschflegel ist die Attacke, die wir für Necrozma bekommen. Weiß ich nicht. Oh mein, was? Wir kriegen Kraftabsorber. Junge, das ist broken. Also Kraftabsorber, wir heilen uns immer um den Angriffswert des Gegners hoch. Und wir spielen hier gegen Legendaries, die haben alle einen guten Angriffswert. So, dann schauen wir mal, was Miyudo so bekommen wird dazu. Psystrahl. Ist zumindest ein Step. Brauchten wir noch einen Step? Wir brauchten noch einen Step. Und Drachenpuls für Seigert. Ich dachte gerade, ganz cool. Ja, nice, aber der hat natürlich keinen Spezialangriff. Also der bleibt weiterhin. Schmutz, das ist Abfall. Und das werde ich nicht nutzen. Und damit willkommen zum legendärsten Kampf. Ach nee, komm, das Alter. Ist so schlecht. Okay, was hast du denn da Schönes? Wow, okay. Junge, was hast du denn? Ich habe ein paar... Du hast ja nur so Mega-Legis. Ich habe ein paar... Guck dir an, ich habe Seigert 10. Ja, ich habe ein paar Pokémon gefangen, ja. Ja. Ich habe Seigert 10%. Das ist, glaube ich, das schlechteste Legi so nach Cosmog, Alter, was du finden kannst. Ja, aber selbst schon, ne? Okay, dann... Ja. Womit gehe ich denn jetzt rein? Oder? Ich habe kein Game. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Mons alles können. Ich habe alles vergessen. Also, schwierig auch. Na gut. Aber was soll's? Ich gehe einfach rein. Ja. Du gehst einfach rein. Ich gehe einfach rein und lass es auf mich zukommen. Ach du Scheiße. Wir haben beide Necrozma, ne? Ja. Tja, also, wenn ich nicht wüsste, dass die Movesets random sind und die Fähigkeiten random sind, hätte ich ein bisschen Angst vor Xerneas und Necrozma, bin ich ehrlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, womit ich leaden soll. Okay. Ich bin ein bisschen überfragt. Dann lass mich hier einfach sitzen und warten. In der Zeit kann ich, ich zeige euch einfach, was ich hier so habe, Leute. Ich habe hier Mau Amkracher. Wie findet ihr Mau Amkracher? Hashtag keine Werbung. Es gibt einen 10 Euro... Alter, ich habe gewonnen. Hier gibt es einen 10 Euro Bahncoupon. Hast du es gerade gesehen? Ich habe gewonnen. Nö. Weil ich habe das einzige Pokémon mit Geschlecht. Voltolos. Ja, aber... Warum hat denn der ein Geschlecht? Als Legendary und alle anderen nicht? Na, weil der dir seinen riesen Schwengel ins Gesicht halten muss, Alter. Ja, perfekt. Genau den wollte ich natürlich im Lied sehen, Alter. Was geht ab? Du hast Feenaura? Ja, das ist nicht richtig. Der Rest stimmt. Nur das ist falsch? Nur das ist falsch. Tja. Was soll... Was denn? Bei dir auch Solgaleo? Ich habe auch was Falsches hier.
Aber ist ein Move, der falsch ist. Den gibt's nicht. Ja, also, du hast einen. Ja, hast du einen Stahlmove oder nicht? Das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, du. Das ist echt eine interessante Frage. Holy moly. Weiß ich aber auch nicht, ob ich es herausfinden möchte, um ehrlich zu sein. Wie die beiden hier sich gegenüberstehen, Alter, mit ihren Kronen. Naja, okay. Ja. Ja, und gucken wir mal, ob du einen Stahlmove hast. Ja, gut. Ich predikte einfach mal. Volto Otto? Ja, der Volto Otto. Wer ist denn der Volto Otto, Alter? Verpiss dich mal aus meinem Leben. Mondgewalt. Das ist. Wird wahrscheinlich sogar gar nicht mal so wenig Schaden. Das ist nicht bad. Was ist das denn jetzt? Oh, Überreste. Ah, Überreste. Ah, Classic. Ja, ich dachte auch gerade, es triggert irgendwas Spannendes oder sowas. Aber Classic, kein Ding. Ja, aber Betts-Angriff-Drop freut mich ein bisschen. Zugegebenermaßen. Ja, kann man mitnehmen tatsächlich, ne? Kann man mitnehmen. So. Sandwirbel? Ach, halt's Maul. Ja, bitte miss, bitte miss. Nein, ja, hit it, let's go. Die nächste killt schon, Alter. Das ist lecker. Tricky. Das ja, ist tricky. Aber Sand. Warum kannst du mich denn mit einer Mondgewalt so einfach besiegen? Du Schmutziger, was soll denn das? Alter. Mach mal nicht so ja, Sandwirbel. Hast du jetzt ein bisschen Angst vor Sandwirbel, ne? Ich wollte dich nur auf Mondgewalt baiten, denn ich habe Wandler. Ha! Nein! Oh. Oh! Oh! So strong. Echt so. Ja, mal sehen, was du jetzt für Moves hast, Alter. Gucken wir doch mal. Ja, na guck doch mal. Schnarcher. Einen Hyperzahn, den es nicht gibt. Nachspiel. Das bringt mir gar nichts. Nö, bringt ja echt nichts. Ach du Scheiße. Okay. Hier kommt mein designierter Switch in. In mein eigenes Solgaleo. Habe ich mich natürlich drauf gepreppt, dass du Wandler hast. Keine Frage. Ja, ich bin du. Oh mein Gott, du hast auch Wandler. Oh mein Gott. Als ob du auch Wandler hast. Oh, jawoll. Oh, jawoll, oh. Mm. Da sehe ich mich. Das war sogar gar nicht so wenig Schaden, ne? Auch wieder. War in Ordnung. War ja, ich sag, der Spezialangriff von Silverleo ist wahrscheinlich auch nicht so bad. Ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt. Ja, wird von allen Legendaries, glaube ich, ganz okay sein. Aber ist schon in Ordnung, so, ja. Aber es irritated mich ein bisschen. Ich habe vor allem meinen Drop wieder weggemacht, ne? Indem ich mich verwandelt habe in dich. Oh, hast du das? Ja, ja, klar. Was? Ach, du. Was? Du hast Du hast deinen Drop wieder weggemacht? Na klar, ich kopiere doch deine Statuswerte. Also hast du die Genauigkeitssenkung drin? Oh. Oder wie? Hä? Ja, wahrscheinlich habe ich die drin. Ergibt es Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Ja, ich habe Genauigkeitsdrop, genau. Okay. Wasserring. Wasserring? Unangenehm jetzt, ne? Weiß ich jetzt nicht, du. Ist ich echt auch. Unangenehm. Ja, glaub auch. Ja, gut, aber was soll's, ne? Was willst du machen? Drück doch Hyperzahn. Drück doch Hyperzahn. Ich würde vielleicht sogar ganz gerne Hyperzahn drücken. Glaube ich dir. Ich riskier's mal, dass ich Mondgewalt nicht misse. Ja. Aber wahrscheinlich hast du jetzt noch irgendwas, um dich hochzuhalten. So Genesungsshit oder so. Und noch das wäre sick, Alter. Typenspiegel. Junge, wie das einfach der Typ einfach wandert von links nach rechts. Ja. Strong. Das ist strong. Ganz interessant. Immerhin ist mein Volto-Otto wieder so gut wie fit. Der Volto-Otto ist ziemlich fit, das ist wahr, ja. Das ist wahr. Wasserring ist ja hart nervig. Ein bisschen. Aber was willst du tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also Stahl-Psycho jetzt auch nicht gerade das geilste Typing, was man sich so vorstellen kann. Ja, nicht wenn man nur eine Mondgewalt hat. Ja. Deswegen gehe ich mal wieder raus. Das ist Crystal Meth 2, Alter. Alter, Crystal Meth 2. Let's go. Läuterfeuer. Ja, aber na sicher doch. Oh, ja. Na klar. Da sehe ich mich. Kein Problem. Da sehe ich. Kein Problem für dich. So, du wirst ja irgendwas haben gegen den Typen, wenn du hier so dumm reinkommst, I guess. Ja, willst du jetzt rausgehen, oder was? Puh. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Warum denn nicht? Sag doch mal. Sag doch mal, Bruder. Du hast einfach drin. Was? Aber jetzt, echt? Jetzt musst du auch drin. Jetzt muss ich drin bleiben. Ja, das macht guten Schaden. Jetzt musst du drin bleiben. Oh, nice. Aber ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass du vielleicht irgendwas anderes machst. Läuterfeuer again. Ja, das macht gar nicht so wenig Schaden. Vor allem mit dem Burn zusammen. Mhm. Du haltst dich wieder hoch. Mhm. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht ein bisschen bluffen, dies, das. Naja, na gut. Dann bluff. Und dann trappe ich irgendwas, was ich viel besser treffe. Ja. Nee, ich habe einen ganz guten Move gegen dich. Wow. Ja, let's go. Strong. Verschwinden Sie.
Not bad. So. Not bad. Den schon mal ausgelöscht. Ja. Kime hat halt ein gutes Typing. Hat jetzt noch ein besseres Typing vielleicht bekommen. Also hatte zwei gute Typings. Hatte kurzzeitig mal zwei gute Typings. Fee Wasser super strong, Stahl Psycho super strong. Puh. Ja, true. Ja. Und jetzt hast du leider mein Mewtwo schon ziemlich angekratzt. Ja, und jetzt kommt der Schinkenmann. Der Schinkenmann, Alter. Hm. So. Und jetzt geht's nämlich ab. Ja, den Punkt sehe ich. Den Punkt gerne ich. Boah, was willst du jetzt dagegen tun? Machen, Alter. Ja, ich weiß halt nicht, was du. Ja, niemand ne? weiß das, ne? Niemand weiß das. Ja. Nur einfach mal. Erstmal Ankerschuss reinballern, sehe ich aber den Punkt. Ja, ja. Dass du nicht mehr switchen kannst. Schaden ist okay. Dafür, dass ich geburnt bin. Du hast tatsächlich einen Dark Move einfach. Okay. Ciao. Na gut. Ja, ich kann natürlich jetzt in mein mächtiges Xerneas gehen und dir erstmal eine dicke Mondgewalt um die Ohren klettern. Ja. Sehe ich den Punkt? Wirst du das auch tun? Ich denke nämlich nicht. Das ist eine andere Frage. Na gut. Ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt, okay? Okay. Zumindest resiste ich deinen Nachthieb. Ja, das ist wahr. Immerhin etwas. Das ist wahr. Okay. Mal schauen. Also ja, die Fähigkeit ist halt falsch, ne, dass uns irgendwas Feuerwirbel. Du kannst auch trappen. Wow. Du bleibst echt drin? Ja. Ich hab dich gewarnt, Brudi. Oh, hä? Du hast echt eine Mondgewalt? Ja. Die hab ich. Jo. Als ob. Verpiss dich. Tja, verdient, würde ich sagen. Ja, übel verdient. Also ich hab ja gesagt, ich baller dir eine Mondgewalt um die Ohren. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Hm, sehe ich den Punkt. Das ist ein ganz normales Xerneas, ehrlich gesagt. Hat jetzt Geomancy noch, wie heißt das auf Deutsch? Geokontrolle. Mhm. Und dann zwiebe ich dich jetzt. Na gut. Weiß jetzt aber nicht, ob es der Feuerwirbel war. Ja, weiß ich auch nicht. Dachte nicht, dass du einfach eine Mondgewalt hast, Alter. Den brokensten Move aller Zeiten. Ja. Ja. Hallo. Dialga, ja? Ja, ja. Ja, wirst du einen Stahlmove haben? Ist halt jetzt mal wieder eine interessante Frage. Tja. Finden wir es heraus. Okay, ciao. Nee, der ist noch zu wichtig. En garde! En garde! Wer ist er denn, Alter? Oh ja, perfekt! Predicted. Der kann nämlich nichts außer sein Item. Okay. Okay, wilder Typ. Für mehr bin ich nicht da. Wilder Typ. Okay. Probieren wir das? Probier mal das. Ja. Oh, du gehst raus. Solgaleo? 1000 Pfeile, let's go! Ableiten. Ja. Okay. Zumindest ein bisschen schön. Boah, das war Schaden. Holy moly. Der war also, Alter! Hui. Wie ist das denn passiert? Ja, das weiß ich auch noch nicht krass, so ganz genau. Krass. Aber ich habe noch weitere Geheimwaffen auf Lager. Du wirst noch Respekt Wasser. Haben von mir. Krass. Ja, ja, ich burn. Das macht mehr Schaden einfach, ne? Verdient. Oh, Mondgewalt stimmt, aber was. Na gut. Seigert hat mehr gemacht. Ich bin ehrlich mit dir, Seigert hat mehr gemacht, als ich erwartet habe. Na gut. Wenn das ist mehr war, als du erwartet hast, dann hast du wirklich wenig erwartet. Holy shit. Ein bisschen vielleicht. Okay. Ja. Well. Ja, maybe der hier? Keine Ahnung. Ich habe echt nichts, um diese Typenkombination gut zu treffen. Außer Mewtwo. Der schon tot. Die A-Rose. Ja, keine Ahnung. Was kann denn der Pferdestärke? Der hat bestimmt auch einfach Pferdestärke. Der hat bestimmt einfach. Der hat bestimmt 1000 Pfeile, oder? Nö. Mondgewalt. Macht das viel? Ein bisschen. Nicht wenig. Ein bisschen. Ey, komm schon. Eiszapfhagel? Ja, ja. Okay. Ich bin competitive, Bruder. Ich bin competitiver als ein Polaros jemals war in seinem Leben. Ich merk's schon. Du wirst Angst haben vor mir. Ja, ja. Das safe. Hat jetzt. Wie viel gemacht? Okay.
Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Hast du einen Eisterfagel switchen? Außer Solgaleo? Nee, ne? Na klar. Ich sag, du hast noch nicht genug Respekt vor diesem Polaros. Du wirst weinen, wenn du es siehst. Eine Beere. Ich sag dir, es ist broken. Du hast wirklich einfach nur eine Zitrobeere. Na gut, okay. Ja, ja. Einfach nur eine Zitrobeere. Fair. So sagt man das. Wow, der Crit. Das war kein Crit. Da kommt er. Doch, es war ein Crit, okay. Natürlich war das ein Crit. Ja, ist okay, Alter. Chill. Halt. Ja, mach mal die Augen auf. Drück ich jetzt halt Rest, Alter. Reiche Ernte. Schon strong, oder? Ja, aber wirklich strong. Aber wirklich strong. Holy shit. Ja. Du wünschtest dir, du hättest Rest, weil du hast Schnarcher. Dann könntest du wenigstens Schnarcher usen. Boah, das war auch ein Crit, oder? Nee. Ich bin ja quasi down. Ja. Es sei denn, ich bin wirklich broken. Bist du broken? Hab nicht nur einen Stab und reiche Ernte, sondern auch noch Kraftabsorber. Oh Gott. Aber pass auf, da hört's noch nicht auf. Was ist das denn? Wie kann man denn so Luck haben, Alter? Ja, der ist so broken. Ich bin wieder full. Ach du Scheiße. Ja. Angenehm, oder? Was für ein Spaß, Mensch. Ja, cool. Cool. Ja, sehe ich nämlich auch so. Ja. Das Ding ist halt, ich bin langsamer. Ich probier mal das so zu umspielen gerade. Okay. Ja, wir gucken mal, ob das clever ist oder nicht. Das war ein Crit. Das war wieder kein Crit. Bist du immer stärker? Hast du Metronom? Hab ich Metronom? Du hast Metronom, oder? Alter, ob ich Metronom habe oder nicht? Wir werden es nie erfahren. Du hast mich echt in eine gefährliche Range gebracht jetzt. In die gefährlichste, in die ich kommen kann, glaube ich. Mit reicher Erde Zitrobeere. Ich sag, wäre aber auch ganz wild, wenn ich irgendwie so Salkabeere oder Lucibeere gespielt hätte oder Krambobeere und mich mit Kraftabsorber immer wieder voll heile, dann ballerst du mich wieder runter in die Range. Mhm. Wäre auch wild gewesen. Ja. Okay, Solgaleo ist besiegt. Das ist schon mal sehr gut für mein Mondgewalt Xerneas. Sehe ich den Punkt? Mhm. Q-Rimberg! Auf geht der Peter! Ja, gut, okay. Ne? Was willst du machen? Ja, weißt du noch nicht so ganz genau. Nee, was willst du machen? Ja, was will ich machen, ist die Frage. Gefriertrockner. Freeze. Ich glaube, das wird nichts. Oh, schade. Also, irgendwas wirst du können. Und wir werden herausfinden, was es ist. Okay. Ich riskiere hier nicht meine Wincon, Alter. Nicht meine A-Rose. Der Volto-Otto. Der Volto-Otto. Da ist er. Was, ich hätte Volto-Otto mehr gefühlt, bin ich ehrlich. Boah, was? Drachenkräfte Q-Rim? Was? Ja, ciao, Volto-Otto. Ja, ne? Das ist auch nicht... Du bist Scarf, du bist halt sowas von Scarf. Wenn du da nicht Scarf drauf spielst, dann bist du... Der Anti-Tryhard. Der Anti-Tryhard, okay. Ja. Okay. Okay. Boah, hatte der Mondgewalt? Der hat der Mondgewalt, ne? Uff. Der hatte durchaus Mondgewalt, ja. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf auf Mondgewalt, Alter. Hast du da noch einen Switchen rein? Was hast du nur noch? Dialga. Necrozma. Ja. Die kommen da auf jeden Fall einmal rein. Okay. Machen sie es gut. Ich glaub, dadurch, dass Polaros jetzt den Weg freigeräumt hat, also dieses Solgaleo aus dem Weg geräumt hat, sieht dieses Xerneas jetzt sehr, sehr broken aus. Mhm. Was? Ja. Specs einfach. Ja. Nö. Nicht? Okay. Nö, was bin ich? Warte, ich guck nach. Feentafel. Ach so. Man kennt es. Ja. Ich werde jetzt aber nicht Mondgewalt einsetzen, weil ich die falsche Fähigkeit spiele. Deswegen haben wir sofort. Was hat das mit der Fähigkeit zu tun, hä? Naja, die ballert ja nochmal rein. Ja. Die verstärkt doch ja, übelkrank. Ein bisschen. Ja, ich hätte eine andere Drecksfähigkeit gehabt. Meteorologe. Ja. Weißt du bekommst Pokémon mit Kraftabsorber, Eiszapfagel. Hm. Und ich bekomme eine Crossover mit Meteorologe. Mhm. Ende. Ja, ich sehe den Punkt. Mhm. Wolltest du Meteorologe nochmal einsetzen? Mhm. Ich habe ja nichts anderes zum Einsetzen. Oh, aber du kannst ihn nochmal rausholen. Ja, klar. Okay, erst ab dieser krass, Runde. Okay. Ich hätte gedacht, ab der nächsten. Ja, ich will noch gucken, was du ein bisschen hast. Ja, guck ruhig ein bisschen. Floraschutz. Nice. Schutztausch. Hier bekommst du meine Death-Werte. Ist das gut? Nee, Veränderungen nur getauscht, okay. Ja, ich räume dich mal aus dem Weg jetzt, ne? Ja, räume ich mal aus dem Weg. Cross Mama.
Sehr kreativ. Ecos Mama. Ja, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, nice. Mhm. Man feiert es. Okay. Wird schwierig, glaube ich, für dich an Xerneas vorbeizukommen und an Kraftabsorber oder was. Nur dezent. Nur dezent schwierig. Ja. Nur dezent schwierig. Die sehen ganz gut aus. Aber ich meine, du hast Drachenkräfte Kyurem. Mhm. Wenn du Xerneas erstmal aus dem Weg räumst, dann ist, glaube ich, over. Mhm. Okay. Ja, nicht? Ja, doch. Drachenkräfte Kyurem schon sehr strong. Ja, weil von Regidrago ballern die wahrscheinlich trotzdem mehr, ne? Weil der die Fähigkeit noch hat. Aber vielleicht hast du die ja auch noch. Ja, vielleicht habe ich die, ja, weiß ich nicht. Was sagst du zu meinem Spitznamen? Nekromant. Wir waren schon sehr auf einer Höhe, habe ich ja, das aber Gefühl. Strong, Alter. Mhm. Strong. Body Slam aber auch. Ladevorgang. Mhm. Ladevorgang ist crazy, denke ich. Übelst. Naja, Spätzlepp erhöhen. Ja. Ja. Das ist nicht sehr viel Schaden. Und jetzt macht dein Body Slam mehr Damage. So. Ja, naja. Weiß ich nicht. Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Also eine Para würde ja schmecken, Alter. Wieso kann man Schuppenrasseln eigentlich nur 5-mal einsetzen? Was ist da los? Ja, 8-mal halt eigentlich, ne? Keine Para. Ja, mit AP Plus. Boah, das ist ja super dreckig. Oh. Das ist eine gute Range für Xerneas, würde ich behaupten. Alter. Ja, der hätte mich wahrscheinlich einfach so rausgekickt. Ja, ich glaube auch. Machen Sie es gut, Nico Mama. Ja gut, dann kann ich ja jetzt noch. Kann ich ja jetzt noch recht viel machen, ha? Weiß ich nicht. Du hast noch Scarf Curum. Ja. Wenn der jetzt noch. Ich weiß nicht was. Also Eisenschädel oder sowas. Irgendwas, was flinchen kann. Kann da bestimmt noch was machen. Mhm. Aber ich denke, im Endeffekt wird es dieses Xerneas wahrscheinlich einfach richten. Ja, sehr wahrscheinlich. Mit dem OP in Polaros in der Hinterhand. Weißt du, was ich. Ich will's doch nicht. Will ich das schon sagen? Schneller. Oh, Para. Oh, gib die Para. Chance. Gib doch. Ey. Oh. Als ich hätte sie dir gegönnt. Para wirklich. Nicht gönnt. Aber ich hätte dir wirklich gegönnt. Mhm. Weil. Das Xerneas ist schon ein bisschen broken. Ein bisschen. Nachdem Solgaleo Leo gefallen ist. Ein bisschen. Ein bisschen. Na gut. Ja. Hallo, mein Name ist Kyurimberg. Aber 95 KP? Habe ich noch? Ja. Maybe? Also wenn du einen guten Move hast? Boah, wenn du jetzt noch einen Stahl-Move hast, dann ist... Habe ich gechoked, maybe. Ach ja. Wenn. Wahrscheinlich habe ich den Stahl-Move. Gigastoß, okay. Alter, das sieht so wild aus mit Kyurem. Oh. Wow. So knappig. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Hast du Sash? Klar, gut. Ich habe alles, was es gibt auf der Welt. Schade. Weißt du, was mein Polaros noch hatte als letzten Move? Was denn? Frostvolt. 140er physischer Eismove. Wie kann man denn so einen Lack haben? Ja. Holy shit. Also allein also Kraftabsorber reiche Ernte ist halt so krank. Und dann noch einen Ice-Stab. Und dann noch die Stabs dazu. Boah, Alter. Aber ich habe auch Saiga 10% bekommen. Alter, ich hatte Necrozma mit Meteorologe. Junge, mein Necrozma war doch auch das kacke. Das war alles. Ah ne, mein Necrozma hatte noch Psychostoß. War doch gar nicht so kacke, fällt mir gerade auf. Alter. Ja, GG, wir sehen uns dann bei der nächsten Challenge. Bei Flo kam auch eine Challenge. Schaut euch die an. Nö. Bestimmt. Ja, schaut sie euch einfach an, Digga, und verpisst euch aus meinem Video. Wenn ihr bei beiden eh noch nicht abonniert habt, seid ihr sowieso lost. Lost und cringe auch ein bisschen. Aber wer abonniert hat, ist eine wahre Legende.